Sehr geehrte Damen und Herren, das Strommarktdesign wurde in den letzten Monaten in Europa intensiv diskutiert und letzte Woche hat die EU-Kommission auch einen Vorschlag publiziert, wie man dieses Design reformieren könnte. In meiner Präsentation zu diesem eher trockenen oder komplizierten Thema möchte ich folgende Themen ansprechen. Zuerst möchte ich erklären, was die Grenzkosten sind und die Merit Order oder das Merit Order Modell einführen. Ich werde dann diese zwei Konzepte brauchen, um aufzuzeigen, wie der Strompreis am Markt entsteht und dies an drei Situationen erläutern. Eine Situation vor der Energiekrise, eine Situation in der Energiekrise letztes Jahr und einen Ausblick wagen in die Zukunft, was das heißt in ein System mit viel Photovoltaik. Ich werde die zwei großen Probleme dieses Strommarktdesigns aufzeigen und die Lösungsansätze präsentieren, die aktuell diskutiert werden und am Schluss noch auf die Auswirkungen für die Photovoltaik zu sprechen kommen. Die Grenzkosten. Wenn wir Produktionstechnologien vergleichen, dann sprechen wir meistens von den Gestehungskosten. Gestehungskosten sind die Kosten für einen langfristig rentablen Betrieb, bestehend aus Investitions- und Betriebskosten, auch Vollkosten genannt. Dem Markt sind diese Gestehungskosten egal. Was am Markt eine Rolle spielt, sind die Grenzkosten. Das ist etwas anderes. Die Grenzkosten sind die Kosten, die anfallen, um die nächsten Kilowattstunden Strom zu produzieren. Als Anlagenbetreiber ist es die Frage, wie viel kostet es mich morgen Strom zu produzieren oder auch wie viel kann ich einsparen, wenn ich morgen nicht produziere? Anhand von zwei Beispielen, Gaskraftwerke hier in der Liste, die Zahlen sind wirklich nur sehr approximativ als Illustration. Gaskraftwerke haben eine hohe Grenzkosten, denn für jede Kilowattstunde, die sie produzieren, müssen sie Gas verbrennen und Gas ist teuer. Wenn ich morgen produziere oder nicht produziere, dann habe ich den Gaspreis, den ich bezahlen muss oder eben nicht. Ganz anders bei der Photovoltaik, allgemein bei erneuerbaren Energien. Wenn ich morgen die Photovoltaikanlage laufen lasse oder nicht, hat das keine Auswirkung auf die Kosten. Die Grenzkosten der Photovoltaik sind null, mehr oder weniger. Und die Frage stellt sich jetzt, was ist der beste Produktionsmix? Das ist eine kurzfristige Sicht am Markt mit den bestehenden Produktionsanlagen. Welches ist der beste Produktionsmix? Und das kann sich ja auch im jedem Zeitpunkt im Jahr verändern. Um das zu verstehen, brauchen wir eben die Merit Order oder das Merit Order Modell. In diesem Modell werden die Produktionstechnologien von links nach rechts angereiht mit den aufsteigenden Grenzkosten. Zu links die tiefsten Grenzkosten, rechts die höchsten Grenzkosten. An den Märkten sind das dann nicht mehr die Technologien, sondern wirklich die einzelnen Anlagen. Das sind dann Hunderte oder Tausende von Anlagen, die sich da sozusagen aufreihen. Und wenn wir eine Nachfrage haben, hier in einem System, zum Beispiel eben in einer preisbildenden Region, wo wir 72 Gigawatt Nachfrage haben, das ist die vertikale Linie, dann würde dann gemäß diesem Modell ein Strompreis entstehen von 82 Euro pro Megawattstunden. Das sind 6,2 Rappen pro Kilowattstunden. Die Merit Order im Spotmarkt, im Kurzfristmarkt, bestimmt, welche Kraftwerke produzieren und welche nicht. Und garantiert damit in jeder Stunde den volkswirtschaftlich günstigsten Kraftwerksmix zur Deckung der Nachfrage. In diesem Zeitpunkt werden eben die Kraftwerke, die rechts von der Nachfragelinie liegen, nicht produzieren. Die sind zu teuer, haben zu hohe Grenzkosten. Und die Kraftwerke links sind die, die zu diesem Zeitpunkt produzieren. Jetzt ist aber die Nachfrage nicht fix immer die gleiche, sondern wenn jetzt das ein Werkstag war und wir am Wochenende eine tiefere Nachfrage haben, dann wird sich eben, wie das Modell es vorsagt, der Preis wird runterkommen und das teuerste noch produzierende Kraftwerk, das bestimmt den Preis für jede gehandelte Kilowattstunde. Und das kommt jetzt runter auf das Braunkohlekraftwerk, das eben zu 30, 32 Euro pro Megawattstunden produzieren kann. Und das ist dann der Marktpreis, der für alle gilt. Und dieser Zeitpunkt sind dann die teuren Kraftwerke eben wieder diese, die nicht produzieren. Die Differenz von den Grenzkosten zum Strompreis, mit dem können die Kraftwerke ihre Fixkosten decken. Also die Photovoltaik, das ist nicht der Reingewinn dann zwischen den Grenzkosten und den Stromkosten, das ist eben der Strompreis, der es hilft, die Investitionskosten zu decken. Dieses Merit-Order-Modell ist nicht vom Staat verordnet, es ist eigentlich eine wirtschaftlich logische Funktionsweise eines Marktes und das ist auch nicht spezifisch für den Strommarkt.
Dieses Merit-Order-Modell gilt eigentlich für alle Commodities-Märkte. Commodities sind Waren, nicht differenzierbare Waren, die in großen Mengen gehandelt werden, wie Zucker, Weizen, Erdöl und solche Sachen. Dieses Merit-Order-Modell wird genau gleich gebraucht, auch für solche Märkte. Es gibt auch keine relevanten Alternativen zu dieser Organisationsform. Das war jetzt eine normale Situation, wie wir sie früher kannten, in den letzten 10 Jahren, eben bis vielleicht 2020. Was ist jetzt letztes Jahr passiert? Wir hatten den Gas-Atomschock und wenn Produktionstechnologien rausfallen, hier die Kernkraft, dann rücken die teureren Kraftwerke nach, was einen preistreibenden Effekt hat. Und das natürlich ganz speziell war, diesen extrem hohen Gaspreise. Und wenn die Gaspreise explodieren und Gaskraftwerke für die Deckung des Strombedarfs benötigt werden, dann explodieren auch die Strompreise. Hier in der Situation, das Gaskombikraftwerk ist das Kraftwerk, das letzte Kraftwerk, das eben noch funktionierte am Markt und somit den Strompreis für alle Kraftwerke bestimmt. Weil in Europa diese Strommarktpreise direkt den Kunden, Firmen und auch Endkunden weitergegeben werden, ist das natürlich relativ schnell ein großes Problem mit so hohen Preisen und da hat die EU einen sehr großen Markteingriff gemacht mit dem zweiten EU-Notfallprojekt und die Übergewinnabschöpfung eingeführt. Da wurde ein maximaler Erlös definiert für die Anlagen mit tiefen Grenzkosten, also erneuerbare Energien, Kernkraft und Braunkohle und diese mussten zwar den Preis dann zum Marktpreis hoch verkaufen, aber alles, was den maximalen Erlös hier bei 180 Euro pro Megawattstunden übersteigt, mussten sie dem Staat abliefern. Als Photovoltaikbranche interessiert uns aber mehr zu sehen, was passiert in der Zukunft. Das ist eine mögliche Aufstellung der Merit-Order in der Zukunft in einem System mit viel Photovoltaik und Wind. Und was dieses Modell eben vorhersagt, ist, wenn wir die Nachfrage mit Strom von Photovoltaik und Wind decken, weil das eben Technologien sind mit Grenzkosten null, dann werden wir einen sehr tiefen Preis in der Nähe von null haben, einen Marktpreis in dieser Zeit. Also in der Zukunft wird es viele Stunden, wenn wir die Nachfrage oft mit Photovoltaik und Wind decken, wird es viele Stunden mit sehr tiefen Marktpreis geben und wenige Stunden mit eher oder sehr hohen Marktpreisen, weil natürlich auch da Anlagen da sein müssen, die dann die Produktion machen, wenn der Wind und die Sonne mal nicht da sind. Das ist ein Problem für die erneuerbaren Energien. Das wird auch mal Kannibalisierungseffekt genannt, weil immer, wenn die Photovoltaik oder Wind viel produziert, der Preis am Markt sehr tief ist, ist das ein Problem, dass langfristig die Investitionen in erneuerbare Energien nicht mehr rentabel sind. Mit dieser Merit-Order können wir jetzt auch verstehen, was ein bisschen am Markt passiert. Das ist ein Bild von Deutschland, von den Energy Charts aus Deutschland. Die Schweiz kann ich da leider nicht nehmen. Entschuldigung, Thomas. Die Schweiz ist nicht preisbildend. In Deutschland kann man es aber gut sehen. Wir haben hier die graue Fläche, die Produktion nicht erneuerbare, die grüne Fläche, die erneuerbare Produktion. Die schwarze Kurve ist die Nachfrage und dann das rote ist der Strompreis. Wir sehen, dass die Nachfrage stark variiert und auch der Strompreis eigentlich oft der Nachfrage folgt. Wir sehen in der Mitte der Woche, das ist eine Woche, immer am Tag ist die Nachfrage und der Preis höher, in der Nacht eher tiefer. Wir sehen, in der Mitte der Woche hat es einmal eine tiefe Nachfrage in der Nacht, aber eine hohe Produktion und das ist dann nicht Photovoltaik, sondern eher Wind in der Nacht. Und dann geht eben der Strompreis sehr tief, hier bis auf null runter. Und erholt sich dann aber relativ schnell und am Wochenende, obwohl jetzt hier die Nachfrage tiefer ist, weil auch dann die Produktion der erneuerbaren Energien tiefer war, gibt es einen sehr hohen Preis. Das kann jetzt mit dem Merit-Order-Modell ein bisschen verstehen. Und die Volatilität des Strompreises ist sehr hoch und das ist ein fundamentaler, großer Unterschied zu den anderen Commodities-Märkten. Weizen, Zucker, Erdöl, das kann man sehr gut speichern und deshalb wird eigentlich hier der Preis geglättet. Es gibt keinen Grund, wieso der Preis durch den Tag sich verändern würde. Das ist anders beim Strom. Der Strom kann man nicht einfach speichern. Wir haben nicht viele Speicherkapazitäten und die Speicherung ist teuer. Was sind jetzt die Vor- und Nachteile dieses aktuellen Marktdesigns? Wir haben einen sehr gut funktionierenden Kurzfristmarkt. Dieser garantiert uns den volkswirtschaftlich effizientesten Strommix.
Er gibt gute Anreize für das Verhalten der Produktionsanlagen kurzfristig gesehen und ermöglicht eine einfache, länderübergreifende Koordination. Wir haben zwei große Nachteile. Das sind nicht wirklich Probleme des Marktes, sondern es sind mehr gesellschaftlich-politische Probleme. Einerseits die hohe Volatilität des Strompreises. Unsere Kunden akzeptieren das so nicht. Und das Zweite sind die fehlenden Investitionsanreize für die erneuerbaren Energien. Das gefährdet die Energiewende und die Versorgungssicherheit. Was machen wir mit dieser Situation? Und das ist eben die Diskussion, die in Europa stattfindet. Und es zeigt sich ein bisschen ab, dass wir auch mangels Alternativen, also diese Kurzfristmarkt funktioniert wirklich sehr gut und ist sehr effizient, und mangels Alternativen werden wir an diesem bestehenden europaweit integrierten Kurzfristmarkt festhalten. Und für die politisch-gesellschaftlich nicht gewollten Effekte werden wir staatliche Korrekturen einführen. Auf die zwei Probleme angewandt gibt es dann folgende Lösungsvorschläge. Für die Volatilität mit den ungewollt hohen Strompreisen bei den Kunden ist angedacht in Europa und auch in der Schweiz, dass wir Energieversorger verpflichten, ihre Preise langfristig zu glätten. Und das können sie mit Langfristverträgen machen, auch PPAs genannt, auf Englisch Power Purchase Agreements. In der Schweiz, das ist ein bisschen eine Spezialität, haben wir eigentlich schon ein sehr gutes Mittel, um solche Preise zu glätten. Das sind die regulierten Monopole für Energieversorger mit Eigenproduktion, die wie zum Beispiel BKW oder teilweise auch Group B, die geben die Eigenproduktion im regulierten Monopol nicht zum Marktpreis weiter, sondern zu den Gestehungskosten in einem Cost-Plus-Modell. Und auch die Förderung von Speichertechnologien, das kann natürlich helfen, weil das glättet dann diese Volatilität. Das zweite Problem, der fehlenden Anreize für Investitionen in erneuerbare Energien. Da gibt es hauptsächlich zwei Ansätze. Das erste sind diese Langfristverträge, die sind heute kompliziert, die risikobehaftet. Die möchte man in Europa fördern, vereinfachen, in gewissen Bereichen auch vorschreiben. Das ist hauptsächlich eben zwischen Produzenten und Großkunden oder auch Energieversorgern. Es ist auch ein relativ großer Konsensus da, dass es eben auch staatliche Unterstützung braucht für die Investitionen in erneuerbare Energien. Das beste Mittel wird aktuell beschrieben als die zweiseitig gleitende Marktprämie, wie sie auch in der Schweiz angedacht ist, auf Englisch Contracts for Difference. In der Schweiz kennen wir auch die vom Staat aus gesehen sehr effiziente Kapazitätszahlung, in der Schweiz Einmalvergütung. Da ist ein bisschen der Nachteil, dass eben das Risiko dann 100% auch beim Anlagenbetreiber bleibt. Und da ist es auch angedacht, dass da ein wenig Risiko für den Produzenten rausnimmt, indem man eine minimale Rückvergütung garantiert. Wenn die Anreize, finanziellen Anreize nicht ausreichen, kann man natürlich auch den Anlagenbau vorschreiben. Wird in der Schweiz auch diskutiert, die Photovoltaikpflicht. Und auch hier haben eigentlich Speichertechnologien eine fördernde Wirkung für diese Investitionen in erneuerbare Energien. Die letzte Folie ist diese, da ist jetzt nicht mehr Hard Facts, sondern da ist jetzt je länger mehr auch meine Interpretation drin. Das soll mehr als absolute Wahrheit, als Anregung zur Diskussion gemeint sein. Strompreise, ich denke oder ich bin ziemlich sicher, dass Strompreise werden am Markt in sonnen- und windreichen Stunden sehr tief sein. Auswirkungen auf die Photovoltaik. PV-Produzenten müssen davon ausgehen, dass ein Großteil der PV-Einspeisung und auch der eigene Verbrauch im Sommer langfristig gesehen nicht mehr viel Wert hat am Markt. Die Dimensionierung der Photovoltaik und die Optimierung des Verbrauchs sollte fürs Winterhalbjahr gemacht werden. Und wegen den Subventions- oder die Investitionsanreize des Staates. Die Staat hat die Einmalvergütung und ist daran, die gleitende Marktprämie auch einzuführen. Das sind zwei Werkzeuge, die gute Investitionsanreize schaffen. Und weil ein bisschen ein Umdenken stattfindet, früher waren diese Subventionen hauptsächlich Anschubsfinanzieren für neue Technologien, die dann irgendwann mal auslaufen. Jetzt merkt man, dass der Markt so nicht funktioniert und diese staatlichen Investitionsanreize werden eigentlich generell jetzt anerkannt als
fast integriertes Teil der Strommarktdesign. Und deshalb glaube ich eben, dass PV-Anlagen werden noch lange mit Investitionsanreizen rechnen dürfen. Und auf der anderen Seite heißt das auch für Konsumenten, dass die Abgaben für diese Investitionsanreize auch noch lange ein Bestandteil unserer Stromrechnung bleiben werden. Das waren die wichtigsten Punkte, die ich euch präsentieren wollte. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön.